Hallo unsere Leute zu einer Folge The Binding of Isaac Afterbirth. Und falls ihr es im Hintergrund irgendwo rauschen hört, das könnte sein, dass es draußen regnet. Ich höre es durch meine Kopfhörer nicht. Wir spielen heute. Ja, was spielen wir denn heute? Samson. Lange nicht gespielt. Wenig Schaden am Anfang. Das ist eigentlich ganz schwierig für mich momentan, aber wir probieren es trotzdem mal. Wir müssen in die Hölle, wir müssen The Lamp besiegen. Curse of the Unknown. Ja, das ist eine super Sache. Bloodlust, das Item, was er halt jetzt schon trägt, macht, dass, wenn er länger in einem Raum ist, er irgendwann raged und dann mehr Schaden macht. Ist für Bossfights am Anfang ziemlich nice. Puh. Aber, oh ne, das lassen wir mal liegen. Wir haben kein blaues Herz, damit das uns verlieren ist als erstes. Wie viele Herzen wir exakt jetzt mit Samson haben, hätte ich gerade gucken können. Habe ich aber nicht. Entsprechend kann ich auch gar nicht sagen, wie viel wir überhaupt aushalten würden. Das Herz, das Weiße, nehmen wir später mit. Wenn wir dazu... Na, komm. Geht da hinten kaputt? Ach, komm schon. Ja, ja. Oh, natürlich. Jetzt geht's kaputt. Oh, komm, meine Nase juckt. Nicht schon wieder. Immer in Aufnahme oder Streams. Meine Nase mag das wahrscheinlich nicht. Zu viel Druck. Ah, es juckt. Leute, es juckt richtig heftig. So, hatten wir jetzt ein XL-Leben oder nicht? Ich habe gerade nochmal so eine Runde gespielt. Guck mal, gut, dass wir... Alter Schwede, ich komme gar nicht weg. Schön in die Falle selber reingetappt. So, wir haben... Schau mal, Rubber Cement. Das ist ganz cool. Auch für den Anfang sehr cool. Weil es schön ruhig durchflippt. Ah, nicht jede Ebene wird einfach nur stärker. Und noch leben wir. Befürchte aber eigentlich gar nicht mehr allzu lange. Eigentlich ziemlich nice. Für schnelle Runs ist Samson natürlich nicht geeignet. Aber naja. Aber dafür für entspannte Runs bleibt man einfach mal so 10 Jahre. Ich glaube, im Team Gegner steigt das. Das könnte natürlich sein. Aber auch mal ebenenweise. Das heißt, wenn man voll cleart, erst recht die späteren Ebenen, ist er halt schon ein ziemliches Biest. Weil jetzt haben wir 4 Damage, obwohl wir mit 0 angefangen haben. So, Range Up nehmen wir mit. Und dann holen wir uns noch das, boah, das ist schon ziemlich heftig, wenn er ein paar Sekündchen in seiner Ebene drin wurstet. So, das nehmen wir mit. Gucken wir hier rein. Das Herz lag frei. Nehmen wir mit. Boah, der... Alter Schwede. Das ist heftig. Ich weiß nicht, in welchem... Verhältnis er da Damage zulegt pro Gegner, aber große Ebene, also eigentlich ist es ein XL-Ebenen-Charakter, das wäre mit dem Set mega nice, da kannst du richtig schön richtig was wuppen. Ich wollte schon die geöffnete Klappe nach unten nehmen. So, nächste Ebene, das war keine XL-Ebene, das war, okay, Curse of the Darkness, also Darkness, okay. Jetzt haben wir natürlich wieder dann den anderen Fall, wir haben mit ihm am Anfang eine Ebene viel zu wenig Schaden eigentlich. Ja, aber das schaffen wir auch. Okay, das ist eigentlich ganz nett. Da kriegen wir schon mal einen Schlüssel und kommen. Oh, da ist der Hate. Oh, das ist natürlich nice. Der Halo einfach mal unter einem Stein versteckt. Heißt, wir haben schon jetzt 5 Leben. Wow, was haben wir denn gerade gefressen, dass wir schon noch mehr Leben haben? Wir haben... Startet der mit so viel Life? Oh, wir dürfen kein Damage mehr kriegen, weil ich würde gerne... Erstmal das Ding. So. Oh Gott, 2 Stück. Nicer Schweiß. Okay, wir machen schon jetzt mehr Damage. Das liegt aber eher am Halo als an seiner Rage. Ich weiß nicht, ob die Rage generell einfach ab einem gewissen Bereich mehr Damage macht von ihm. Weil er sagt, okay, jetzt hast du genug Gegner getötet dafür. Oh mein Gott, dass ich da durchkam. So, die noch schnell weg. Dann haben wir nur noch normale Fliegen, da können wir es ein bisschen... Oh, hin und her bouncen lassen! Oh Gott, ich hing fest. Schießende Fliegen sind nicht so toll. Okay. Alter Schwede, das war mal richtig knapp. Den noch weg, da ist noch so ein kleiner Jumper. Und das ist der letzte Raum. Geschafft. Und das sprengen wir uns frei. Damage wollen wir nicht haben. Mass Poison. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ich hatte das jetzt schon mal so ein bisschen in so einem kleinen Proberun. Gestern, vorgestern, irgendwann. Das macht am Anfang, also für die ersten Ebenen ist es super, weil es kleine Gegner Massen direkt weg
vergiftet. Also jetzt schon die Giftspawner erstmal weg. Das war das schon eine ganz nice Sache. So. Und dürfte ich bitte. Danke! So. Gehen wir direkt mal Little Horn so ein bisschen auf den Sack. Oh ja, das ein bisschen Damage haben wir. Eigentlich nicht genug. Weil man nie genug Damage haben kann. Oh! Kein Damage kriegen bei Little Horn, weil eigentlich ganz nice. Ui. So, komm. Wir waren über die Hälfte weg. Das ist, eigentlich läuft es gar nicht mal so schlecht dafür, dass wir eigentlich gar nicht mal so viel Damage haben. Das ist. So, das Ding da weg. Ina weg. Perfekt. Speed und Damage up. Nice. Und das ist eigentlich ein sehr schlechtes Item für die Stelle. Ach Gott, ich nehme es jetzt trotzdem mit. Weil ich ja in der Hoffnung bin. Bei Zeiten irgendwann mal wieder. Bombsaki. Ja, okay, das ist super. Wir haben einen Goldraum gefunden. Na komm, wir gehen weiter. Vielleicht schaffen wir ja mit ein bisschen Damage, den wir kriegen können. Also vielleicht können wir uns ein bisschen Zeit lassen auf Marms Ebene. Dann haben wir ein bisschen mehr Luxus, sobald wir dann vielleicht den Bosswash machen. Dann dürften wir da ein bisschen was schaffen. So. Da haben wir einen weg, zwei weg. Super. Zwei Schlüssel haben wir. Das ist auch super. Meine Güte, das könnte. Double Shot Buddy. Okay. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Gibt ja sowieso keine große Wahl. Wir haben keinen D10. Wir sind nicht Isaac. Können nicht rerollen. Also bleiben wir dabei. Eigentlich aber gerade, sagen wir so, ich hätte mir die neuen Leben eher was anderes gewünscht. Weil im Endeffekt neun Leben, wenn man so viel Herzen dafür opfert, ist jetzt nicht ganz so praller. Es gibt uns aber eigentlich trotzdem immer einen freien Devil Deal, wenn wir da ankommen sollten in den Raum. Und selbst wenn wir kein Leben haben. Hinten raus, er nicht mehr so wahrscheinlich. Eigentlich ist es für die erste Ebene richtig nice, wenn man da ein bisschen rumtauschen kann. Oh, wir haben den Geheimraum gefunden. Schwarzes Herz. Sieht eher danach aus, als ob wir die neuen Leben jetzt nicht so arg nutzen wollen. So, da oben brauchen wir nicht hin. Wir haben kein Geld. Wir haben kein YouTube-Money. Wir gehen direkt zum Boss. Das ist Husk. Oh, Husk ist... Ja, Husk ist entspannt. So. So, den dürfen wir eigentlich auch... Wir haben nicht wenig Damage. Und Mams Lipstick. Wir haben Mams Schuhe, Mams Lipstick. Das ist eigentlich schon mal eine gute Kombination. Ein Item. Brauchen wir drei? Ich glaube schon. Mams Knife wäre eine Möglichkeit, auch wenn ich kein Mams Knife-Fan bin. Ich hab's ungerne. So. Das. Oh komm, das ist einfach alles im Weg. So. Batterie brauchen wir. Ja, Bob Spring. Jetzt wird's eklig, Leute. Es ist einer meiner meistverhassten Items. Einzige, was wir machen können. Ah, das können wir machen, sobald wir den Boss hier haben. Können wir vielleicht Devil die noch abgreifen. Ist unter anderem in diesen Raum reinzugehen. Uns ein paar Leben einfach dann zu opfern. Weil im Endeffekt brauchen wir sie nachher gar nicht mehr so häufig. Das war knapp. So, perfekt. Kiste. Endlich mal Geld! Hui. So. Gehen wir weiter. Wollen wir den Bossraum finden. Na, dürfte ich bitte? Danke. So, hier haben wir auch nicht so viel Bossraum. Oh Gott! Nehmen wir mit. Schade, kein Gappy-Item oder ähnliches. Komm, Bob Strain! Oh Gott. Oh Gott, ich werf fast das Auge rein. Komm. Wir überleben das. Geht tot! Nein! Ja, das geht doch sehr schön. Oh Gott, so viele Bosse. Für zwei Kisten, wo gar nicht mal so viel drin war, wie ich mir gewünscht hätte. Kann Bob Sprain. Oh, genau. Schießt er aus dem Nirvana. So ein scheiß Item, ne? Hätte ich es rerollen können, würde ich es tun. So, gehen wir nach hier. Oh, Super Pride. Oh Gott, und ich bin supermäßig reingedodged. Eigentlich ist Super Pride super easy.
Und wir haben nochmal 9 Leben, das heißt, wir haben 18 Leben. Das ist ein bisschen weird. Hat man auch nicht alle Tage. Geht runter. Nein, einmal durchgesteppt. So, 18 Leben ist natürlich, hört sich geil an, aber mit jedem Tod Stärke. Oh, wir können nicht hinter ihn steppen. Das ist ziemlich bescheiden. Ein bisschen hier rumdüsen. Ist das der? Ich spawne nur? Ja, der, ich spawne nur Gertie. Oh mein Gott. Oh, ich liebe diese Version. Weil man im Endeffekt einfach hier stehen bleiben kann, wo ich jetzt stehe. Und es passiert rein gar nichts. Ja, wir sind eine Prinzessin. Yay, wir kriegen Geld. So, gucken, was er hier anzubieten hat. Ja. Teleportiert mich zu sich selbst. Super. Na, die können wir mitnehmen. So, hier verschniedeln wir uns mal noch. Oh Gott, wir wollen sowieso sterben. Also macht es jetzt auch nicht viel aus. Wir gehen jetzt ein bisschen sterben. Und davor gucken wir nochmal hier so ein bisschen rein. Ja, kann man. Ja, das ist eigentlich ganz nice. Nur der Dicke überlebt. So. So, ja, sehr schön, sehr schön. Was haben wir für eine Karte? Das ist schön. Kann man direkt am Anfang der nächsten Ebene einfach mal einsetzen. Meet the Stars. So. Und dann gehen wir da hier links. Dann gehen wir da hier oben. Na, erstmal wollten wir da rechts rein, ne? Erstmal in den Zacki-Zacki-Raum, falls da noch ein paar Gegner dahinter sind. Ja, natürlich sind Gegner hinter. Und wir gewinnen nichts im Zacki-Zacki-Raum. So, wir haben 18 Leben. Das heißt, wir können eigentlich jetzt mal so ein bisschen. Das war knapp. Hier unser Leben opfern, um was Cooles zu bekommen. Einmal zu sterben. Zweimal zu sterben. Das müsste eigentlich rein theoretisch auch zählen. Weil hier, je häufiger man es opfert, dann gibt es halt Geld und sowas. Und ab einem gewissen Zeitpunkt gibt es halt irgendwann eine Küste und ein Item. Und ich weiß nicht, welche Items das sind, aber da wir sowieso die. Jetzt muss ich aufpassen, dass wir nicht das Herz ergreifen. So, die Kisten und sowas, wir erst nachher aufmachen. Spielen wir jetzt mal so runter auf 4 Leben oder so. Oh, da ist ein Gegner gespawnt. Soll jetzt noch da mal reingehen? Nö. Das ist Schnieke. Das ist Schnieke, das ist viel Geld. Dann können wir gleich mal in den Itemraum reingehen. So, schon mal einsammeln. Da ist der zweite Engel, der spawnt. Ich weiß nicht, ob wann noch was Schönes kommen sollte. Ich weiß nicht, ob Items oder ob die Engel eigentlich das sind, was zählen. Ja, als ob! Schon, ja, genau! Wie wir das sowas von nicht schaffen werden. Das ist lächerlich! Das passiert mir jetzt schon zum zweimal! Oder so. Oh Gott! Okay, wir haben zum Glück nicht ganz wenig Damage. Was halt die Wahrscheinlichkeit trotzdem relativ gering sein lässt. Ah, ist auch noch so eine scheiß Spinne. Hier unten kriegen wir sowieso für einen Hit kriegen wir den Tod. Ist super. Wenn wir wenigstens jetzt eine Kiste oder sowas gekriegt hätten. Wir müssen jetzt aber durch alles hier durch. Ja, genau. Ich will raus. Da, die kann man nicht aufsprengen. Ah! Dieses Spiel trollt mich hart, trollt mich hart. Troll, 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 trollt mich so hart. La 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 la. Ich wollte doch nur ein bisschen was opfern, um ein bisschen Knete zu bekommen. Ja, genau, und jetzt wird es halt richtig schön. Ja, und tot und wieder raus. Gut, ich versuche das jetzt noch ein bisschen, bedanke mich aber schon mal recht herzlich, dass ihr bei dem kläglichen Versuch hier mal Glück zu haben in Binding of Isaac dabei wart. Also ich habe ja noch 5 Leben, aber ich denke, wir haben ein bisschen zu wenig Damage so hier zugesagt bekommen für die Aktion.
Ich lebe noch. Okay, und dann laufen wir das Teppich rein. Das war dumm. So, aber wir kommen ja auch nicht raus. Das ist noch eine ganz andere Sache. Ich würde hier gerne so gerne raus einfach. Oh, komm schon. Ich danke euch auf jeden Fall recht herzlich fürs... Ja, okay, jetzt ist er tot. Fürs Zuschauen dieser doch so kurzen Folge. Und ich denke, ich werde in den nächsten Tagen mal wieder Isaac bringen. Vielleicht mal einen Run, der funktioniert. Wieder einen OP-Run oder sowas. Mal was, wo man vielleicht Hash schaffen könnte. Oder einen Boss-Rush ohne Instant zu droppen. Der Run hier war jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Also der Ansatz war okay. Ich wusste nur nicht, dass man ab einer gewissen Anzahl einfach hier runter teleportiert wird. Oder kann es auch sein, dass es einfach ein zufälliger Effekt war. So oder so bedanke ich mich jetzt halt zum dritten, vierten Mal für das dabei sein. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Und... Oh, ah, super. Boss Rain. Cheerio.